Der Prinz verliebt sich in die Prinzessin, das Traumpaar heiratet und sie leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Wir kennen sie doch alle, die unzähligen Märchen, die unsere Herzen höher schlagen lassen. Doch so abwegig und unrealistisch sind die erfundenen Geschichten gar nicht, wenn man sich nur ein wenig in den royalen Kreisen umsieht. Die schwedische Kronprinzessin Victoria und ihr Daniel, Kronprinz Håkon und seine Mette Marit von Norwegen, König Willem Alexander und Königin Maxima der Niederlande, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Diese Traumpaare haben etwas ganz Besonderes gemeinsam, denn alle haben bereits die 10-Jahres-Marke als glückliche Eheleute geknackt. Jetzt gehören auch William und Kate dazu. Der Herzog und die Herzogin von Cambridge feiern am 29.04.2021 ihren 10. Hochzeitstag. Dass dieser märchenhafte Tag schon so lange her sein soll, können wir fast nicht glauben. Zu gern bewundert man doch immer noch die Aufnahmen dieses besonderen Tages von 2011, an dem William, doch vor allem Kate in ihrem wunderschönen weißen Kleid, Design von Sarah Burton für Alexander McQueen, mit ihrem strahlenden Winken und dem anschließenden Kuss auf dem Balkon für Gänsehaut sorgen. Aber Moment mal, auf den zweiten Blick fallen doch noch ganz andere Personen ins Auge. Richtig, die Blumenkinder. Wie diese heute aussehen, zeigen wir euch jetzt. Fotos von der heute 17-jährigen Lady Louise Windsor, Tochter von Prinz Edward und der Gräfin von Wessex, haben wir erst neulich bei der Beerdigung von Prinz Philip zu Gesicht bekommen. Bei der Hochzeit war sie süße 7 Jahre alt und spielte ihre Rolle perfekt. An ihrer Seite strahlte die damals 8-jährige Lady Margarita Armstrong-Jones. Sie ist das jüngste Kind des Grafen und der Gräfin von Snowdon und die Enkelin von Prinzessin Margaret. Die heute 18-Jährige ist zu einer selbstbewussten jungen Frau herangewachsen und sieht ihrer Mutter Serena immer ähnlicher. Der blonde Junge, der auf diesem Foto so voller Aufregung lacht, ist Tom Pettifer. Der zu diesem Zeitpunkt 8-Jährige durfte neben Prinz Harry in der Kutsche sitzen und hat einen ganz besonderen Platz im Herzen von William und seinem Bruder Harry, denn Tom ist der Sohn des ehemaligen Kindermädchens der royalen Brüder. Was für eine Ehre! Bei Harrys und Megans Hochzeit erkennen wir seine Gesichtszüge doch sofort wieder. Zum Abschluss dürfen natürlich Elisa Lopes, William Lothar Pinkerton und Grace Van Cutsem nicht fehlen. Die damals 3-Jährige wurde mit ihrem finsteren Gesichtsausdruck und den zugehaltenen Ohren auf dem Balkon, während die Frischvermählten ihren ersten öffentlichen Kuss teilten, zum Internet-Hit. Das Patenkind von Prinz William wird seit ihrem ikonischen Moment jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Auch wenn nicht alle Blumenkinder zu einer Internetsensation wurden, werden sie den besonderen Tag der mittlerweile dreifachen Eltern William und Kate sicher nie vergessen.